Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich dir wieder eine Geschichte aus dem Neuen Testament erzählen, aus der Zeit von Jesus. Und ich habe wieder einen kleinen Gast mitgebracht, und zwar ist es der John. John heißt eigentlich Johannes, aber da sein Onkel auch Johannes heißt, wird er immer John genannt. Und um diese Geschichte jetzt einzuläuten, möchte ich wieder mit dir diese kleine Kerze anzünden. Wenn du möchtest, kannst du das mit deinen Eltern jetzt auch machen. Ich stelle die Kerze wieder hier hinten hin. Wenn die Kerze da ist, dann spreche ich als Sarah. Und ansonsten wird dir jetzt John erzählen, was ihm Schönes passiert ist. Hi, ich bin John. Also eigentlich heiße ich Johannes, so wie Sarah das eben schon erzählt hat. Aber da mein Onkel auch Johannes heißt und wir einfach sonst total verwechselt werden, werde ich immer John gerufen. Ich lebe in einem kleinen Dorf, direkt an einem großen See. Der ist so groß, da sieht man noch nicht mal das andere Ufer. Aber Johannes erzählt immer, dass es da ein anderes Ufer gibt und dass es kein Meer ist, so wie ich manchmal frage. Aber dieser See ist wirklich sehr, sehr groß. Und die meiste Zeit spiele ich mit den anderen Kindern auch direkt an dem See, am Strand. Denn hinter den Häusern vom Dorf sind so richtig fiese Stacheln. Und da kann man nicht gut spielen. Und das ist wirklich kein Spaß, das kannst du mir glauben, wenn Mama die aus meiner Hose wieder rausziehen muss, die Stacheln. Also das ist wirklich nicht cool. Und eigentlich ist in unserem Dorf wirklich nicht viel los. Die Männer gehen morgens oder nachts sogar fischen und morgens kommen sie wieder und wir dürfen dann helfen beim Ausladen von den Fischen aus dem Boot und als Belohnung kriegen wir ganz frisch gefangenen Fisch direkt am Strand überm Feuer gebraten. Das ist immer das Beste am Tag. Aber vor 3 Tagen ist irgendwie was völlig Verrücktes passiert. Da ist nämlich so ein Mann ins Dorf gekommen. Und dieser Mann, vielleicht kennst du den, der heißt Jesus, der hat ganz viele andere Menschen noch mitgebracht und ich war total aufgeregt. Und er kam zu uns und am Strand hat er sich hingesetzt, direkt neben das Feuer, das ich gemacht habe, und hat dann angefangen zu erzählen. Er hat den ganzen Tag total geduldig alle Fragen beantwortet, die irgendjemand an ihn gestellt hat. Der hat nicht gesagt so, oh, jetzt hör doch mal auf oder, oh nee, nicht schon wieder, das habe ich doch vor 2 Stunden erst erklärt, sondern er hat jede Frage beantwortet. Wirklich sehr, sehr cool. Und abends war er dann völlig fertig und ist mit Johannes, meinem Onkel, und noch ein paar anderen Leuten in ein Boot gestiegen und aufs Meer oder auf den See hinausgefahren. Es ist ja kein Meer. Und das war, ja, total spannend. Eigentlich wollte ich nämlich mitfahren, aber ich durfte nicht. Ich bin zu klein. Aber das war egal. Denn für die Geschichte ist das auch überhaupt nicht wichtig. Und ich bin dann nach Hause in mein Zimmer und von meinem Zimmer aus kann ich direkt auf das Wasser gucken. Und ich glaube, es war wirklich gut, dass ich nicht mitgefahren bin, denn da zog ein Sturm auf. Es war wirklich windig und die Wellen waren so hoch. Und ich glaube, auf dem Boot, auch wenn es das größte Boot ist, was unser Dorf besitzt, war es sehr ungemütlich. Und vorgestern hat Johannes mir dann erzählt, was da passiert ist. Johannes und alle anderen sind in das Boot eingestiegen und waren noch ganz aufgeregt vom Tag. Und Jesus war einfach nur müde. Der hat sich in die Ecke gelegt und hat direkt geschlafen. Auf dem Wasser, im Boot, das schaukelt ja auch so schön, gemütlich. Aber dann kam der Sturm und alle mussten mit den Eimern das Wasser aus dem Boot rausschaufeln und hatten richtig Angst, haben das Segel eingeholt und mussten aufpassen, dass sie nicht untergehen. Und immer wieder haben sie in die Ecke geguckt, in der Jesus lag. Und er war immer noch am Schlafen. Da haben sie ihn aufgeweckt, weil sie Angst hatten, dass er ja vielleicht untergehen könnte, wenn er aus dem Boot fällt. Vielleicht kann Jesus ja gar nicht schwimmen.
Und ich glaube, ich wäre auch nicht begeistert gewesen, wenn ich nach so einem harten Tag aus dem Schlaf aufgeweckt werde. Jesus hat nur sich umgeguckt. Warum habt ihr mich denn jetzt geweckt? Das ist doch völlig unnötig. Hat dem Sturm gesagt, jetzt sei still. Und hat sich, bevor überhaupt die letzten Wellen irgendwie verklungen waren, wieder hingelegt. Ja, das hast du richtig gehört. Der Sturm hat aufgehört. Nur weil Jesus gesagt hat, Sturm sei still. Also ich habe das Johannes ja auch eigentlich fast nicht glauben wollen, als er mir das erzählt hat. Aber wegen dem Sturm konnte ich nicht schlafen. Und dann saß ich an meinem Fenster und habe rausgeguckt und es war tosendes Gewitter und Blitze und Donner und Wellen sind so hochgeschlagen, dass sogar das Feuer, was noch an war vom Tag am Strand, als ich da die Fische gebraten habe, dass das sogar ausgegangen ist. So hoch waren die Wellen. Und plötzlich, mitten in der Nacht, war es vorbei. Kein Regen mehr, keine Wellen, kein Sturm, kein Gewitter. Plötzlich, von jetzt auf gleich, so vorbei. Ich habe mich voll gewundert, warum und wie das sein kann. Also ja, das Wetter schlägt hier sehr schnell um und es ist immer mal wieder anders. Aber so schnell ändert es sich eigentlich nicht. Und als Johannes mir das dann erklärt hat mit dem Jesus und wann das ungefähr war, dachte ich so, oh, das ist genau die Zeit gewesen, ungefähr, in der ich das beobachtet habe. Dann muss das ja wahr sein. Also ich glaube, ich möchte noch mehr erfahren von diesem Jesus. Vielleicht muss ich noch öfter mit Johannes unten beim Feuer sitzen und mir die Geschichten erzählen lassen, die er so von allen Leuten hört. Und ja, jetzt habe ich mir ein eigenes Bild gemacht von Jesus und der ist wirklich cool. Aber vielleicht möchtest du dir ja auch mal ein Bild von Jesus machen und möchtest in der Bibel nachlesen. Das ist ein sehr, sehr tolles Buch mit ganz vielen Geschichten über Jesus. Aber mehr dazu kann dir jetzt die Sarah wieder erklären. Hey, danke John für deine Erklärung. Wow, was für eine spannende Geschichte. Jesus stillt einen Sturm. Einfach nur, indem er sagt, Sturm, sei still. Verrückt, oder? Und es gibt noch ganz, ganz viele solcher tollen Geschichten. Vielleicht möchtest du sie einmal selber nachlesen. Das kannst du in einer Kinderbibel machen oder dir bei YouTube noch weitere Videos angucken, in denen es um Jesus geht. Vielleicht hast du aber auch Lust, einmal nachzuempfinden oder dir nachzubauen, wie so ein Sturm aussehen kann. Du kannst eine große Wanne nehmen oder eine große Schüssel und ein kleines Papierboot bauen und das da reinstellen. Und immer, wenn du ein bisschen außen an diese Schüssel dran tippst, kommen Wellen. Und je mehr du dran tippst, desto mehr Wellen kommen. Vielleicht kannst du davon ein Video machen und möchtest es mir schicken an sarah.wilke@ev-jugend-halle.de. Oder du versuchst mal eine Sturmstillung. Vielleicht funktioniert das bei dir ja auch. Auch davon würde ich gerne hören. Vielleicht magst du mir berichten, indem du schreibst, oder mir eine Postkarte oder einen Brief schickst. Und zwar kannst du die an Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Halle mit der YouTube-Aktion in die Martin-Luther-Straße 7 in 33790 Halle schicken. Ich würde mich sehr über Post von dir freuen. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen, dieser Bibelgeschichte. Mal gucken, wo wir nächste Woche uns wieder auf die Reise hinbegeben. Aber bis dahin wünsche ich dir und deiner Familie Gottes Segen und dass du immer behütet bleibst und gesund bleibst und ganz bald wieder von Jesus und von Gott hörst. Tschüss!